Digitale Zugänglichkeit, das soll das Thema heute sein. Und vielleicht kurz zu meiner Person. Annemarie Nebe, ich arbeite hier in Dresden, darf also diese wunderschöne Stadt ganz genießen. Komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, habe ein paar Jahre in Schweden gelebt und gewohnt und bin zurückgekommen, weil ich hier in Dresden ein Team gefunden habe, das sich mit digitaler Zugänglichkeit beschäftigt. Und das ist ein Team ansässig bei der T-Systems Multimedia Solutions GmbH mit 25 Leuten und darf von sich behaupten, das größte Team, Beratungs- und Testteam für Barrierefreiheit in Deutschland zu sein. Und ich arbeite seit 5 Jahren dort. Ursprünglich war ich selbstständiger Grafikdesigner, habe im Bauhaus studiert und ja, habe mich immer weiter so in Richtung digitale Barrierefreiheit auch entwickelt. Und habe dann sozusagen die Gelegenheit genutzt oder eher bin das Experiment eingegangen einer Festanstellung hier. Habe es bisher nicht bereut, weil es sehr, sehr schön ist, sich auf Augenhöhe mit Experten auch austauschen zu können. Noch ist digitale Zugänglichkeit und auch Barrierefreiheit ein Expertenthema. Meine Aufgabe ist es eigentlich unter anderem mit so einer Veranstaltung wie hier, Barrierefreiheit zum Mainstream zu machen. Das heißt, bezüglich dieses Themas doch verstaubten Köpfen, deutschen Köpfen ein bisschen aufzufrischen. Und vielleicht schaffen wir es genau mit solchen Veranstaltungen hier. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich auf einer sozusagen Plone-Entwickler-Tagung hier sprechen darf, auch über dieses Thema. Das zeigt mir, dass das Thema mehr Fahrt aufnimmt und dass wir es vielleicht irgendwann schaffen, tatsächlich Barrierefreiheit zum Mainstream zu machen. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, digitale Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, Nutzerzentrierung, das sind jetzt so Begriffswelten, die sich hier aufgetan haben. Und ich möchte ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, was diese Begriffswelten angeht. Barrierefreiheit und Usability verstehen wir als gleichwertige Pfeiler auch der Nutzerzentrierung zum einen und natürlich auch der digitalen Zugänglichkeit. Accessibility, richtig übersetzt, heißt ja auch Zugänglichkeit. Accessibility wird aber häufig auch im Deutschen gleichgesetzt mit Barrierefreiheit. Aus meiner Sicht nicht ganz korrekt. Barrierefreiheit wird sehr, sehr oft in den technischen Bereich gedacht. Also sehr, sehr oft in die Rolle des Entwicklers gedrängt. So, ihr seid dafür verantwortlich. Meiner Meinung nach nicht. Denn digitale Zugänglichkeit und deshalb auch dieser offenere Begriff fängt wesentlich früher an. Wesentlich früher in der Softwareentwicklung an sich, aber auch wesentlich früher im Denken, auch in der Unternehmensführung oder im Qualitätsmanagement. Deshalb, klar, die 4 Prinzipien der Barrierefreiheit, Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit gegenüber beispielsweise assistiven Technologien, dass die 4 Pfeiler der Barrierefreiheit, die natürlich auch technisch gedacht werden können, sehr, sehr viel auch mit einem technischen Hintergrund zu tun haben. Aber prinzipiell bitte niemals vergessen, Barrierefreiheit wird für Menschen gemacht, damit Menschen Zugang haben. Und Menschen rein technisch zu denken, ich glaube, da kommen wir nicht ganz weiter, auch in der heutigen Zeit nicht. Und deshalb probieren wir es mal mit der Vervollständigung des Themas digitale Zugänglichkeit mit dem Themengebiet Usability. Das heißt, bestimmte Prinzipien aus der Software-Ergonomie, die möchte ich hiermit in das Themenfeld hineinziehen. Und hier kommt auch gleich dieses Spannungsfeld zum Tragen. Also Barrierefreiheit, häufig sehr, sehr technisch gedacht. Auch die Richtlinien und Wegweiser, die wir finden, wie die Web Content Accessibility Guidelines beispielsweise, gehen sehr, sehr stark in die technische Richtung. Ne? Gibt Ihnen technische Hinweise, dort können Sie nachschauen, wie setze ich bestimmte Dinge zur Barrierefreiheit auch um. Hier werden häufig ausschließlich Effektivitätsprinzipien genannt. Das heißt, ein beeinträchtigter Nutzer kann also effektiv seine Arbeitsaufgabe erfüllen. Effizienzkriterien spielen hier leider nicht so häufig die Rolle. Und da liegt dieses Spannungsfeld, wo ich sage, nee, Barrierefreiheit ist nicht alles, sondern wir müssen hier ein Stückchen weit größer denken, in einem Design-for-All-Zusammenhang denken und tatsächlich diesen Begriff vielleicht digitale Zugänglichkeit an dieser Stelle prägen. Vielleicht hier mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich von Effektivität rede, dann nehme ich mir mal Tastaturbedienbarkeit als Prüfkriterium oder als generelles Gestaltungskriterium heraus oder Entwicklungskriterium
und sage, okay, ich habe eine Webseite, ich komme auf den Homescreen und ich habe als erstes eine Auswahlliste. Nehme ich mal ein Beispiel von den Tests aus dem letzten Jahr. Da habe ich eine große Messeseite getestet. Da hatte ich ganz, ganz am Anfang, bevor die eigentliche Hauptnavigation anfing, hatte ich eine Auswahlliste mit den Messen in Europa. Konnte die also ausklappen, per Mausbedienung ziemlich einfach und konnte sozusagen zwischen den Messen hin und her switchen. Das Problem war Tastaturbedienbarkeit. Ich kam zwar auf diese Auswahlliste mit der Tastatur drauf, musste aber jeden einzelnen Auswahllistenpunkt per Tab erreichen. Das heißt, normalerweise per Tab-Navigation, also Tabulator-Taste, springe ich jedes einzelne interaktive Element an. Normalerweise wird eine Auswahlliste dann mit den Pfeiltasten bedient, um zwischen den einzelnen Einträgen hin und her springen zu können. Diese Auswahlliste war nicht so ganz rein implementiert, das heißt, hier konnten die einzelnen Auswahlelemente nur mit der Tabulator-Taste erreicht werden. Das waren mal schlappe 250 bis 300 Stück, bevor ich überhaupt zur Hauptnavigation kam. Effektiv kann ich meine Aufgabe erfüllen. Effizient ist das Ganze nicht. Das heißt, an der Stelle bin ich zwar beispielsweise WCAG oder BETV-konform, bin aber überhaupt nicht digital zugänglich, zumindest nicht auf effiziente Art und Weise. Und da liegt auch dieser Knackpunkt, ne, wo ich sage, ja klar, hier tatsächlich sozusagen im Ersetzen eines Standardelementes ist sicherlich in der Implementierung irgendwo oder im Verständnis der Implementierung was schiefgegangen. Auf der anderen Seite sind das natürlich Nutzeranforderungen, die erst einmal in den Fokus gerückt werden müssen. Ne? Weil hier sehe ich auch ganz, ganz viele, wir nennen sie sehende Mausnutzer. Das heißt, Menschen, die ohne Beeinträchtigung die Computermaus bedienen können und auf dem Screen auch alles sehen können. Diese sehenden Mausnutzer sind aber gar nicht so häufig, wie wir uns das so vorstellen. Und eben, wenn wir so eins wegnehmen, das heißt, ich kann die Maus nicht richtig bedienen oder ich kann zum Beispiel nicht gut sehen oder gar nicht sehen, dann habe ich hier natürlich ein Spannungsfeld und das ruhig auch mal ausprobieren. Und das kann man auch im alltäglichen Prozedere durchaus mal nachvollziehen. Das heißt, einfach mal probieren, die Maus wegzulegen und ausschließlich per Tastatur zu bedienen. Dann finden sich solche Effizienzprobleme und vielleicht auch Effektivitätsprobleme ganz, ganz einfach. Wenn wir das Ganze noch weiter denken, dann kommen wir natürlich in die Erfahrungswelt des Nutzers hinein. Das heißt, wenn ich eine gute Zugänglichkeit habe, dann wird auch die Erfahrungswelt des Nutzers sehr positiv beeinflusst. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das gesamte Produkt, auf das Produkterlebnis. Das heißt, angefangen vom Einkauf, von der Nutzung bis hin zur Nachnutzung oder auch des Weitergebens, ne, zum Beispiel eines mündlichen Marketings. Wie gut ist die Seite denn tatsächlich? Und das hängt nicht nur mit dem eigenen Nutzererlebnis zusammen, sondern auch mit dem, wie ich das Ganze in der Produktwelt erlebe und auch wie ich es dann vielleicht im Freundeskreis weitergebe, ne, die gute oder schlechte Kritik. Und damit wir das Ganze auch noch in einen etwas größeren Rahmen setzen, habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht. 10% der Arbeitszeit verbringen Beschäftigte damit, Bedienfehler zu bewältigen. Klingt erstmal nicht so viel, so 10%. Jetzt ein paar Betriebswirtschaftler unter Ihnen rechnen das gerade im Kopf hoch, ne, und überlegen, wie viele Produktionstage da verloren gehen im Jahr. Und das ist auch tatsächlich so, von diesen 10% können wir mit Hilfe guter digitaler Zugänglichkeit deutlich nach unten navigieren und können hier Bedienfehler beseitigen und entsprechend natürlich auch unsere Effizienz steigern, auch unsere Produktionseffizienz. Und noch eine wirtschaftliche Zahl dazu, 1,2 Billionen US-Dollar gehen uns verloren, weil wir Nutzer mit Beeinträchtigungen einfach nicht mitnehmen. Weil wir die Anforderungen von Ihnen nicht bewusst mit in das Design, in die Gestaltung, in die Entwicklung mitnehmen und entsprechend dann diesen Nutzer außen vor lassen. Und die lassen uns das natürlich spüren, ne, und sagen, dann lasse ich mein Geld eben woanders oder behalte es. Und das Ganze wird jetzt auch in einen gesetzlichen Rahmen gelegt, 2020, und das ist dieses Jahr. Tatsächlich muss ich das immer wieder auch betonen, seit 2016 gibt es eine EU-Richtlinie, die 2102, die Barrierefreiheit von Webseiten öffentlicher Stellen sozusagen fordert, beziehungsweise eben die Richtlinie dafür legt.
Und diese EU-Richtlinie wurde ins deutsche Recht überführt, später dazu auch noch mal mehr. Bis 2020 müssen die Webseiten öffentlicher Stellen barrierefrei zugänglich sein. Das ist erstmal ein Muss. Ne? Das ist etwas sehr Schönes. Die EU-Politik hat hier gut reagiert. Das heißt, 2016 sozusagen nochmal nachgelegt, eigentlich in Deutschland seit 2009 ratifiziert die UN-Behindertenrechtskonvention und damit geltendes Recht in Deutschland, dass jeder Bürger zumindest seine Bürgerdienstleistungen barrierefrei vollziehen kann, egal ob das jetzt im digitalen oder im nicht digitalen Raum ist. Wir ziehen das Ganze natürlich in den digitalen Raum. Jetzt hat die EU auch nachgelegt, 2016 dann die absolute Forderung, bis 2020 bitte jegliche Webseiten öffentlicher Stellen auch tatsächlich zu überführen und barrierefrei zu machen. Und die zweite Zahl, nicht nur öffentliche Stellen, sondern auch Unternehmen werden jetzt gefordert. Die EU hat letztes Jahr nachgelegt. Die neue Richtlinie ist draußen. Der sogenannte European Accessibility Act wird also auch Unternehmen dazu auffordern, barrierefreie Inhalte, Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Leider noch nicht vollumfänglich, aber zumindest auch hier wieder der nächste Schritt, nicht der erste, da sind schon ganz, ganz viele gewesen, aber der nächste Schritt in Richtung digitale Zugänglichkeit. Und wie angekündigt, möchte ich anfangen bei dem Thema mit den Menschen, für die wir das eigentlich machen. Denn das ist aus meiner Erfahrung heraus das, was die meisten bei Barrierefreiheit so ein bisschen nicht sehen. Ne? Gerade weil es eben in diese Richtung, du als Entwickler bist verantwortlich dafür, Barrierefreiheit umzusetzen, gedrängt wird und Entwickler ja häufig sozusagen nach Vorgaben des Designs und des Konzepts handeln und das entsprechend umsetzen müssen, ne? Und da eigentlich die Vorüberlegungen ja schon gemacht sind. Ich möchte jetzt die Entwickler nicht aus der Verantwortung nehmen, um Gottes Willen. Aber ich möchte hier mein Augenmerk darauf legen, tatsächlich nochmal daran zu denken, für wen mache ich das eigentlich? Eigentlich gehört es in das sozusagen Anforderungsmanagement mit hinein. Spätestens da sollte auf jeden Fall der Mensch mitgenommen werden. Und wir gucken uns jetzt mal die Menschen an, von denen ich spreche. Ich möchte hier fünf Nutzergruppen mal im Spezielleren betrachten. Als erstes die Nutzer, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Wir sehen, die Krankheitsbilder, die eine Sehbeeinträchtigung hervorrufen können, sind sehr, sehr unterschiedlich und divers. Das kann also von einer Visuseinschränkung hervorgehen. Also beispielsweise, ich sehe hier auch einige mit Brille oder Sehhilfe im Raum. Ich habe das übrigens auch, ich fake mit Kontaktlinsen. Ne? Das heißt, meine Sehschärfe ist in irgendeiner Richtung nicht mehr so, wie sie sein soll. Es wäre also eine Visusminderung. Es kann aber auch eine Minderung des Gesichtsfeldes sein. Sogenannte Tunnelblick beispielsweise, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat. Oder vielleicht eben auch permanent, weil man eine Krankheitsschädigung hat, die das Gesichtsfeld einschränkt. Oder auch Gesichtsfeldveränderungen, die zum Beispiel durch Diabetes hervorgerufen werden, wo ich so schwarze Punkte sozusagen direkt im Gesichtsfeld habe. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie gerade ausgucken und einen schwarzen Punkt mitten im Sehzentrum haben, dann müssen Sie versuchen, rundherum zu schauen. Das ist natürlich eine Beeinträchtigung, auch im Alltag. Das sind so Krankheitsbilder, von denen wir hier sprechen. Die Sehbeeinträchtigung kann natürlich so weit fortgeschritten sein, dass es Blindheit verursacht, wie zum Beispiel bei der Retinomatia pigmentosa. Da haben wir also einen Krankheitsverlauf, der auch zur Blindheit führt. Aber ich möchte hier auf eine Nutzergruppe aufmerksam machen, die vielleicht bisher, wenn wir von beeinträchtigten Menschen sprechen, nicht so ein Fokus war. Und hier auch die Gelegenheit nutzen, mal auch meine Begrifflichkeit hier zu erläutern oder zu erklären, weil ich spreche von beeinträchtigten Nutzern und nicht von behinderten Nutzern. In meiner Begriffswelt hat ein Mensch eine Schädigung, also beispielsweise eine Visusverschlechterung, weil er kurzsichtig oder weitsichtig ist. Irgendwann trifft das ja jeden. Ne? Eine Altersweitsichtigkeit schlägt zu, auch bei mir. Aber hier rede ich von einer Schädigung, weil eben beispielsweise Augenmuskeln oder die Linse erschlafft, ne? Und entsprechend nicht mehr reagieren kann auf bestimmte Situationen. Und diese Schädigung führt zu einer Beeinträchtigung. Das kann dazu führen, dass ich beispielsweise eine Sehhilfe brauche. Geht die kaputt, dann muss ich vielleicht das Blatt Papier ein Stückchen weiter weghalten, damit ich es lesen kann, oder eben näher ranholen. Diese Beeinträchtigung
existiert, besteht, ne, weil ich eine bestimmte Schädigung habe. Es wird allerdings erst dann eine Behinderung daraus, wenn meine Umgebung nicht mehr reagieren kann. Das heißt, wenn mein Arm nicht mehr lang genug ist, dann ist das eine Behinderung in dem Falle. Ne? Dann kann ich der Behinderung entgegenwirken, indem ich mir irgendeinen Aufsteller nehme und entsprechend den Abstand dann wahre. In der digitalen Welt ist es, wenn Sie mir verwehren, meine Schriftgröße im Programm oder auf der Webseite vergrößern zu können, weil dann eventuell Inhalte wegfallen. Erst dann wird eine Beeinträchtigung zur Behinderung. Und das erklärt vielleicht das Zitat von vielen, vielen beeinträchtigten Nutzern auch, nicht ich bin behindert, du behinderst mich. Und Ihre Aufgabe ist es, auch mit Hilfe eines Plone-CMS dafür zu sorgen, niemanden zu behindern, sondern wirklich digitale Zugänglichkeit zu schaffen. Das so als Ausschweifung, warum ich auch hier vielleicht auf der Folie, weil es nicht heißt Sehbehinderung, sondern Sehbeeinträchtigung, sozusagen warum ich in dieser Begriffswelt arbeite. Und wir sehen ja auch diese schönen Icons, die habe ich übrigens nicht selbst gemacht, die kommen von Microsoft, weil die haben ein sehr, sehr gutes Programm, Inclusive Design. Link ist auch mit enthalten, kann man auch in das Programm mal reinschauen. Man sieht hier sehr gut diese Unterscheidung zwischen verschiedenen Nutzergruppen, permanenten Beeinträchtigungen, temporären Beeinträchtigungen und situativen Beeinträchtigungen. Bei der Sehbeeinträchtigung beispielsweise haben wir den Katarakt, also den typischen grauen Star. Und nehme ich den in Deutschland, einen Patienten, der die Schädigung Katarakt hat, dann kann ich das als temporär bezeichnen, denn der Katarakt ist operabel. In anderen Ländern wird diese Operation nicht bezahlt, da führt der Katarakt sehr, sehr häufig auch zur Erblindung. Ja. Das ist also eine temporäre Störung oder Schädigung, ja, an der Stelle, die behoben werden kann. Trotzdem, bis die Krankenkasse die Operation bezahlt, lebt der Mensch mit einer Beeinträchtigung, die schon sehr, sehr stark ist. Ja. Auf der anderen Seite habe ich noch situative Beeinträchtigungen. Das heißt, ich bin beispielsweise abgelenkt. Wir sehen das hier am Beispiel des abgelenkten Fahrers, der also mal kurz das Augenmerk nicht auf den Straßenverkehr legt. Hier brauche ich, um vielleicht eine Gefahrensituation zu symbolisieren, vielleicht mehr als nur ein sichtbares Fehlermeldungstool, sondern hier vielleicht auch eine akustische Fehlermeldung. Dann wird die Aufmerksamkeit wieder gelenkt. Also hier haben wir eine situative Beeinträchtigung. Und die wichtigsten Maßnahmen, die wir hier geben können, um Behinderung von sehbeeinträchtigten Menschen zu vermeiden, wären hohe Kontraste, gut lesbare Schriftgrößen, gut sichtbarer Fokus, denn auch sehbeeinträchtigte Menschen navigieren sehr, sehr häufig mit der Tastatur. Und Informationen sollten nicht nur durch Farbe übermittelt werden. Ganz klassisch, auch hier noch eine Zahl, 6% der deutschen Männer haben eine Farbfehlsichtigkeit. Wenn ich Informationen nur durch Farbe übermittle, also beispielsweise Kalendertool, roter Runderkreis heißt Termin ist kritisch, grüner Runderkreis, alles ist super, dann schließe ich Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche aus, weil die müssen dann wahrscheinlich erst in den Termindetails nachgucken, ob das jetzt noch okay ist oder nicht okay. Das heißt, für die wird die Effizienz an der Stelle beeinträchtigt. Blinde Nutzer, jetzt sagen Sie, okay, blinde Nutzer, ist doch eigentlich nur eine spezielle Form der Sehbeeinträchtigung. Ich sehe das als spezielle Nutzergruppe, gerade im digitalen Alltag, weil sie andere assistive Technologien benutzen. Bei einer Sehbeeinträchtigung kann ich mit Schriftgrößenveränderungen oder starken Kontrasten sehr, sehr viel erreichen. Für den blinden Nutzer nicht mehr, weil der sieht auch den hohen Kontrast nicht mehr. Der geht also mit anderen Mitteln auf eine digitale Anwendung zu, ein sogenannter Screenreader, egal ob das mobil ist oder auf dem Desktop-Computer. Die Vielfalt ist hier groß, ne, von Kaufprodukten von JAWS über freie Produkte wie NVDA oder einfach freie Produkte, die einfach mitgeliefert werden im mobilen Umfeld, wie Talkback oder VoiceOver. Ne. Können Sie auch selber mal ausprobieren, also beispielsweise VoiceOver aktivieren und sich mal die Augen schließen und versuchen, durch Ihr Handy zu navigieren. Diese assistiven Technologien ermöglichen es dem blinden Nutzer, hier diese digitale Welt zu erleben. Ich persönlich kenne keinen Blinden, der kein Mobiltelefon hat. Das ist das wichtigste Alltagshilfsmittel heutzutage, auch wenn man sich als Sehender sehr schwer vorstellen kann, wie das denn funktioniert.
Wie gesagt, auch hier die Aufforderung, es ruhig mal selbst auszuprobieren. Die wichtigsten Maßnahmen hier, das sage ich immer, ich weiß gar nicht, wofür ich eigentlich Geld kriege, wenn ich sowas in der Schulung übermittle, weil es ist eigentlich Wissen aus Klasse 6. Bitte strukturiert eure Texte. Kennzeichnet Überschriften und Absätze, bildet Listen, ordnet Tabellen richtig an und ähnliche Dinge. Das ist also etwas, wo ich sage, ja, aber es ist eines der häufigsten Probleme, die wir im Test tatsächlich finden, dass Texte nicht so im Quellcode strukturiert sind, wie sie visuell strukturiert sind. Natürlich auch aussagekräftig beschriftete Links. Hier klicken, weitere Informationen. Also hier auch speziell zu sagen, was finde ich, wenn ich da drauf gehe, das ermöglicht tatsächlich blinden Nutzern, gerade in der Schnellnavigation, also Übersichten von Links auf der Seite, die aufgerufen werden können, genau zu wissen, wohin sie sich bewegen. Ne? Tatsächlich zu wissen, wo ist mein Ziel. Nutzer mit motorischer Beeinträchtigung, und hier stellt man sich klassischerweise natürlich den Rollstuhlfahrer vor, aber der mit einer unteren Querschnittslähmung beispielsweise gar kein Problem hat mit digitalen Anwendungen. Ne? Solange er seine Arme und Hände und Finger noch bewegen kann, ist das alles gut. Das heißt, dieses klassische Bild funktioniert eigentlich gar nicht, aber jemand, der eine ganz leichte Schädigung hat, wie zum Beispiel ein Parkinson-Patient, der einen Tremor hat, ganz leichte Schädigung, fällt eigentlich im normalen Alltag kaum auf, ne? Der hat ein Problem. Wenn Sie ihm nicht die Tastaturnutzung ermöglichen, dann versuchen Sie mal mit einem Tremor, also das, was ich hier gerade demonstriere, also die Hand leicht, zitternd, bewegend, die Mauszeiger zu nehmen und die Klickfläche einer Checkbox zu treffen. Das ist nicht möglich. Das heißt, große Klickflächen, ja, das ist ein Weg, sozusagen diesen Nutzern so lange wie möglich die gewohnte Bedienweise zu ermöglichen, mit Touch oder eben auch mit Maus. Wenn das dann nicht mehr möglich ist, die Bedienweise mit Tastatur zu ermöglichen. Also hier bitte auch so ein bisschen aufweiten, sozusagen die Sichtweise, wen betrifft es eigentlich, wer profitiert von digitaler Zugänglichkeit. Und jetzt haben wir das beste Beispiel hier sitzen, genau, den sozusagen Arm in Gips, eine temporäre Beeinträchtigung, hoffe ich mal. Und das sind natürlich auch Nutzer, Mitarbeiter, Facharbeiter beispielsweise, die ich verliere als Unternehmen oder eben auch als Nutzer von einem Online-Shop oder ähnlichen informativen Seiten auch, wenn ich ihm die Tastaturnutzung nicht ermögliche. Das heißt, hier habe ich ein echtes Problem. Weil diese Nutzer, selbst wenn sie noch einen gut funktionierenden Arm haben, vielleicht nicht so schnell den kognitiven Switch hinkriegen, wie man die Maus plötzlich mit links bedient als Rechtshänder. Das lässt sich übrigens auch am leichtesten testen, die durchgängige Tastaturbedienbarkeit. Und jetzt kommt der Dämpfer, das ist der häufigste Fehler, den wir finden, laut unserer Statistik, dass die Anwendung nicht per Tastatur vollständig bedienbar ist. Hörgeschädigte Menschen, auch hier sozusagen die Schädigungen, die vorliegen, können sehr, sehr unterschiedlich. Hier trennen wir nicht in vollständig ertaubt und nur teilweise hörgeschädigt, weil die assistiven Mittel dieselben sind. Das heißt, die assistiven Mittel, mit denen hörgeschädigte Nutzer arbeiten, wie zum Beispiel das Hörgerät oder eben die Verständigung mithilfe ihrer eigenen Sprache, der Gebärdensprache, oder auch der leichten Sprache, die sind sozusagen über alle Nutzer mit dieser Schädigungskategorie gleich. Auch hier, ne, jemand, der zum Beispiel eine Ohrinfektion hat, für den tritt eine temporäre Schädigung auch auf und der hat dann vielleicht auch das Problem, den Audio-Stream im Video nicht nachvollziehen zu können und hat vielleicht auch das Bedürfnis, sich die Untertitel anschalten zu wollen. Wichtigsten Maßnahmen hier, verschiedene Kommunikationswege bereitstellen. Also bitte nicht nur eine Telefonnummer bereitzustellen, um vielleicht einen Support-Link zu geben, sondern möglichst auch eine E-Mail oder halt einen Chat zur Verfügung zu stellen, um hier einen Kundensupport anzuregen. Weil jemand, der ertaubt ist, der kann einfach nicht mehr mit dem Telefon so einfach telefonieren. Gibt hier Mittel und Wege über das RTY-Verfahren, aber prinzipiell muss man sagen, das normale Telefonieren für diese Nutzergruppe natürlich nicht möglich. Und auch hier wieder, Text gut strukturieren. Diese Nutzer haben meistens, wenn sie sehr, sehr früh ertaubt sind, einen eingeschränkten Sprachschatz.
und brauchen und benötigen eine konsistente Sprachführung, möglichst in einfacher oder sogar in leichter Sprache. Und jetzt die größte Nutzergruppe überhaupt, die Gruppe der kognitiv beeinträchtigten Nutzer. Häufig noch nicht so im Fokus, also blinde und sehbeeinträchtigte Nutzer in Deutschland haben eine sehr, sehr gute Lobby, sind gut aufgestellt, haben gute Selbsthilfeverbände, auch hörgeschädigte Menschen haben das. Durch die Sicherstellung der baulichen Barrierefreiheit ist auch das Thema motorische Beeinträchtigung ziemlich in den Fokus gerückt. Wo wir tatsächlich ein Defizit haben in der Vermittlung oder in dem Bewusstsein, was ist eigentlich Beeinträchtigung, Behinderung, sind kognitive Störungen. Und hier zählt sehr, sehr viel rein, oder wir zählen hier sehr, sehr viele Nutzergruppen mit rein, mit unterschiedlichsten Schädigungen. Wir sehen das hier auch, unterschiedliche Lernbeeinträchtigungen. Das kann natürlich auch eine Intelligenzminderung sein. Aber viele, viele Nutzer haben einfach eine Leseschwäche, weil sie einen Migrationshintergrund haben oder weil sie frühzeitig ertaubt sind und den Spracherwerb nicht vollständig durchführen konnten. Oder Menschen, die zwar gut lesen können, aber eine psychische Funktionsstörung haben, ne, und sagen, ich habe gerade eine Depression oder eine depressive Störung. Ne, dann können die auch Inhalte zwar noch wahrnehmen, sehr gut sogar, aber nicht mehr gut verarbeiten. Sie brauchen dafür länger. Ne, oder jemand, der in einer Stresssituation ist, gerade im Arbeitsalltag. Ich habe 10 Anwendungen, die ich gleichzeitig bedienen muss. Ne, ich muss ständig hin und her switchen, habe unterschiedliche Oberflächen. Jedes Oberflächenelement auf jeder Webseite, die ich gerade aufhabe, verhält sich anders. Oder wird anders ausgegeben über den Screenreader. Einmal heißt es Drucktaste, einmal Schalter, einmal Button. Dasselbe Element, unterschiedliche Ausgabe. Das heißt, ich muss mich ständig wechselnden Umgebungen vertraut machen und damit arbeiten. In der normalen Situation als stressresistenter, blinder Screenreader-Nutzer ist das alles super. In der Stresssituation, der Chef erwartet in 5 Minuten meine Präsentation, habe ich vielleicht das Gefühl, das nicht mehr bewältigen zu können. Das heißt, hier wäre vor allem eben eine konsistente Gestaltung extrem wichtig. Das hilft auch psychisch erkrankten Menschen. Also in dieser Stresssituation richtig zu handeln. Und jetzt will ich nicht jeden, der gestresst ist, als psychisch krank bezeichnen. Nein. Aber in dem Moment, wo Sie in dieser Stresssituation sind, in dieser Situation, ist es tatsächlich so, dass Sie in diese Nutzergruppe der kognitiven Beeinträchtigung gehören, weil Sie anders reagieren, als würden Sie keinen Stress haben. Und im Normalfall wird gebaut und gestaltet und auch programmiert für Nutzer, die stressfrei arbeiten. Das heißt, in der optimalen Nutzerumgebung auf die Anwendung zugehen, was aber häufig nicht so ist. Wichtigste Maßnahmen habe ich schon genannt, konsistente Gestaltung ist tatsächlich das allerwichtigste Mittel hier, um kognitive Beeinträchtigung sozusagen nicht zur Behinderung werden zu lassen, aber auch das Umgehen mit Fehlern, automatische Validierung beispielsweise und verständliche Fehlermeldungen zu schreiben, mit denen ich tatsächlich etwas anfangen kann als Nutzer, rausfinde, wo ist mein Fehler, wie kann ich ihn lösen, was passiert, wenn ich ihn gelöst habe. Ist dann alles gut oder habe ich noch einen weiteren Fehler gemacht? Also auch hier sozusagen eine Roadmap aufzuzeigen der Fehlerbehebung. Und um diese Nutzersicht vielleicht noch ein Stückchen weiter aufzumachen, habe ich hier auch wieder ein paar Zahlen mitgebracht. Prinzipiell hören wir sehr, sehr häufig, also gerade auch wenn wir in großen Konzernen arbeiten, oh, für die 3 Blinde mache ich doch den Aufwand jetzt nicht. Ja. Hören wir sehr oft. Wir versuchen damit gelassen umzugehen, auch wenn ich die Einstellung so prinzipiell nicht verstehen kann, aber sie nachvollziehen kann, weil es einfach aus Unkenntnis passiert und aus einer Situation heraus, wo ich einfach nicht genügend sensibilisiert wurde, ne, nicht genügend auf die Situation aufmerksam gemacht wurde. Und wenn wir uns die Zahlen hier tatsächlich angucken und auch die Zahlen, die in Deutschland veröffentlicht werden, haben wir eben beispielsweise 576.000 Menschen, die eine amtlich bescheinigte Sehbeeinträchtigung haben. Beispielsweise Blindheit oder starke Sehbeeinträchtigung. Jetzt ist die Frage, was heißt amtlich bescheinigt in Deutschland? Und nur für die gibt es übrigens eine Statistik. Das sind überhaupt die Zahlen, die ich ziehen kann. Amtlich bescheinigt heißt, ich habe einen Grad der Behinderung von 50, das bedeutet schwer beeinträchtigt, oder von mindestens über 20.
klingt erstmal toll. Was ist jetzt mit mir, die ich eine Sehhilfe trage? Bin ich jetzt schon amtlich registriert als beeinträchtigt? Nein. Trotzdem, wenn meine Kontaktlinse kaputt geht, habe ich trotzdem eine Sehbeeinträchtigung und keine geringe. Also ich könnte mich im digitalen Alltag ohne individuelle Benutzereinstellungen nicht mehr so gut orientieren. Das heißt, an der Stelle kollidiert jetzt so mein Verständnis von ich und vergleichbaren Menschen, von denen es doch, glaube ich, sehr, sehr viele gibt, und 576.000 im Verhältnis zu 83 Millionen. Also irgendwo ist da eine Missgunst sozusagen. Deshalb habe ich ein paar andere Zahlen mitgebracht. Vielleicht eine auch, die hier besonders interessant ist. 53% der Hochschulabsolventen sind kurzsichtig. Hängt mit unserem neuen Leseverhalten und Aufnahmeverhalten zusammen. Ich selbst habe eine 12-jährige Tochter, ne, und war auch kurzsichtig. Wir haben es also beheben können mit einfachen Maßnahmen. Aber warum ist sie kurzsichtig geworden? Ich habe da mal ein Handy. Oder typisches Schreibverhalten einer 12-Jährigen. Kurzer Sichtabstand. Dann haben wir dasselbe Problem wie viele andere wahrscheinlich auch. Riesiger Fernseher, kurzer Abstand zur Couch. Das heißt auch hier kurzer Blickabstand. Oder wir haben ein Tablet zu Hause. Ne? Auch hier wieder kurzer Sichtabstand beim Surfen im Web auf der Couch. Ne? Oder halt auch Lesen im Bett, ne? Kurzer Sichtabstand. Und jetzt habe ich, glaube ich, so die größten Aktivitäten meiner Tochter auch beschrieben. Und das führte dazu, dass der Augapfel immer länger wurde und sich dadurch eine Kurzsichtigkeit entwickelte. Es gibt übrigens in Ostasien Räume, also Ballungsräume, wo über 90% der über 10-jährigen Kinder kurzsichtig sind. Das ist eine extreme Zahl. In Deutschland bildet sich das auch langsam heraus. Wir haben also wirklich so eine neue Volkskrankheit, Myopie. Der kann man entgegenwirken, also wirklich das Auge auch mal wieder auf den Horizont richten. Jetzt ist das hier ganz schwierig. Das ist schon die nächste Häuserfront sozusagen. Aber tatsächlich mal probieren, den Baum da hinten, die Blätter zu beschreiben. Welche Form die denn haben. Sich das mal wieder bewusst zu machen, auch das Auge mal wieder anzustrengen, in der Weite zu schauen. Dann kann man dem ganz gut entgegenwirken. Und Tageslicht. Wir haben dem entgegengewirkt mit einer Tageslichtlampe im Kinderzimmer. Vollspektrum ist hier wichtig, damit das Auge sozusagen die wichtigen Bestandteile des Lichtes auch aufnehmen kann. Und wir haben es geschafft, sie muss also keine Brille mehr tragen. Darüber war sie sehr glücklich. Und ich bringe jetzt hier mal noch weitere Zahlen ins Spiel, die ich aus Statistiken gezogen habe, die nicht so leicht zugänglich sind, nämlich aus dem Gesundheitsreport Deutschlands. Und da war ein bisschen Rechenarbeit nötig, aber 14 Millionen Menschen tatsächlich in Deutschland laut Gesundheitsreport im Alter von 18 bis 65 Jahren, also im erwerbsfähigen Alter, haben leichte bis starke Sehbeschädigung oder Sehbeeinträchtigung. Und ähnliche Zahl, auch 14 Millionen Menschen haben eine Hörschädigung. Übrigens Tendenz steigend aufgrund unseres aktuellen sozusagen Sichtverhaltens, ne, dass wir immer alles auf kurzen Abstand machen, und unseres Verhaltens, dass wir alles immer viel zu laut hören. Also gerade mit der direkten Kopfhörerbeschallung. Und jetzt wird es trocken. Jetzt gehen wir in die Wüste. Der gesetzliche Rahmen der Barrierefreiheit. Ich habe das vom Anfang so ein bisschen angedeutet, will hier aber sozusagen auch den Hebel Ihnen mitgeben. Wir hatten jetzt den Hebel sozusagen, das ist für Nutzer wichtig. Ja? Jetzt kommt, das Gesetz will es so. Dann will ich noch den dritten Hebel zeigen. Es ist eigentlich eine unternehmerische Verpflichtung, weil dir geht ganz, ganz viel Gewinn verloren, wenn du nicht barrierefrei zugänglich gestaltest. Und jetzt sind wir bei dem bisschen trockenen Alltag gesetzlicher Rahmen. Ich habe es versucht, mal ganz, ganz kurz auf eine Folie zu fassen, so den Rahmen mal grob zu schlagen. Das sind natürlich nicht alle gesetzlichen Hintergründe, die es zu dem Themenfeld gibt, aber ein Auszug für die in Deutschland gültigen. Da haben wir im Bereich Software-Ergonomie auf jeden Fall die 9241 DIN ISO, die sich um die Mensch-System-Interaktion handelt und rankt. Das ist sicherlich keine unbekannte Norm hier im Raum. Hier speziell die Dialogprinzipien mit an die Hand zu geben, denn hier wird die sozusagen Führung, Dialogführung, wie sie auch auf Webseiten üblich ist oder wie sie in Aktenverwaltungsvorgängen üblich sind, gut abbilden.
Was viele nicht wissen, im Arbeitsschutzgesetz, speziell in der Arbeitsstättenverordnung, gibt es einen Abschnitt zur digitalen Barrierefreiheit von Computerarbeitsplätzen. Und hier wird eine ergonomische Anlage gefordert. Das heißt, der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, Ihnen ergonomisch nutzbare Arbeitsplätze, digitale Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das gesamte Intranet beispielsweise und jede Fachanwendung sollte ergonomisch korrekt funktionieren. Lass ich mal so im Raum stehen. Ähnliche Anforderungen gibt es auch zum Themenfeld Barrierefreiheit. Hier gibt es die bereits erwähnte Richtlinie, die sozusagen 2016 herausgekommen ist und jetzt ins deutsche Recht auch überführt wurde, die 2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und sämtlichen digitalen Anwendungen eigentlich öffentlicher Stellen. Und schon angekündigt der Ausblick zum European Accessibility Act für Unternehmen. Und auch ein Ausblick, eine EU-Norm, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde und die in das Qualitätsmanagement von Unternehmen mit eingebunden werden kann. Das ist die 17161, Erweiterung der Nutzergruppen Design for All. Hier, diese Norm wird sicherlich sehr, sehr relevant werden, wenn wir bei der Umsetzung des European Accessibility Acts sozusagen Unternehmen dabei begleiten, entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen anzulegen. Was viele auch nicht wissen, das Sozialgesetzbuch, das gute alte Sozialgesetzbuch 9, jetzt in Paragraph 164, sieht auch barrierefreie digitale Arbeitsplätze vor. Das betrifft also den Arbeitsplatz des Mitarbeiters, ob das nun ein Büromitarbeiter oder der Dekan einer Universität ist, ist vollkommen egal. Prinzipiell muss er barrierefrei auf alle Anwendungen innerhalb auch des Unternehmens zugreifen können. Hier geht es also nicht nur um die Bürgersicht oder um die Kundensicht, sondern es geht tatsächlich um die Mitarbeitersicht. Hier nochmal die kurze Roadmap. Ich habe das böse Jahr 2020 bereits angesprochen. Das heißt, öffentliche Stellen sind ab diesem Jahr zur Barrierefreiheit verpflichtet. Sie müssen das auch öffentlich kundtun. Ab dem 23. September diesen Jahres muss auf jeder Webseite veröffentlicht werden, ähnlich wie die Datenschutzerklärung, eine Erklärung zur Barrierefreiheit. Und diese Erklärung muss enthalten, was nicht barrierefrei ist. Sie müssen also sich bewusst machen, was nicht barrierefrei ist und das erklären. Die einfache Erklärung, ich bin barrierefrei, ach, hat das jemand gemerkt, das nicht, ach, habe ich nicht besser gewusst. Geht also nicht mehr. Die EU hat hier ganz eindeutig rechtlich auch festgemacht, du musst dir bewusst machen, was nicht barrierefrei ist und das auch veröffentlichen. Ich habe das hier mal versucht, auf einer Folie sehr textlastig, nicht jetzt alles lesen, können Sie auch im Nachgang tun, zusammenzustellen. Da finden Sie auch, welche Formalien gelten. Da taucht die, wir sagen nur noch EZB, also Erklärung zur Barrierefreiheit, wieder auf und auch, was dafür notwendig ist. Für mich viel interessanter, was muss barrierefrei sein? Diese Spalte, die zweite hier. Und da kennen wir oder haben wir so gute alte Vertraute wie Websites, Internet und Intranet, kommt die Verpflichtung der Mitarbeiter oder der Unternehmer wieder. Mobile Anwendung, und damit sind sämtliche mobile Derivate auch gemeint, also nicht nur geschlossene Native Apps, sondern alles, was auch Web-Apps oder eben veröffentlichte Website oder responsive Website auf mobilen Endgeräten angeht. Elektronische Verwaltungsabläufe, auch dafür lässt sich ja Plon recht gut einsetzen, spezieller noch für die elektronische Aktenführung. Und unter dem schönen Begriff grafische Programmoberflächen geht die Bundesregierung extrem weit und nennt hier sogar 4D-Oberflächen. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, aber wir sind da sehr fortschrittlich aufgestellt. Immerhin, alles, was irgendwie an Software anmutet, auch moderne Welten wie zum Beispiel Augmented Reality oder Virtual Reality sind dort mit inbegriffen. Das heißt, auch hier soll ein höchstmögliches Maß an Barrierefreiheit erreicht werden. Das heißt, auch wenn Sie jetzt sozusagen solche Zugänge oder solche Anwendungen im Blick haben oder in der Entwicklung haben, auch da sind Sie nicht ausgenommen vom bösen Wort Barrierefreiheit. Denken Sie einfach an digitale Zugänglichkeit, klingt viel besser, meint dasselbe. Die europäische Richtlinie für barrierefreie Anwendungen von Unternehmen
habe ich jetzt hier nochmal mitgebracht. Auch da eine Roadmap. Hier haben wir ein Stückchen weit mehr Zeit. Bis 2025 haben wir die Gelegenheit, unsere Produkte und Dienstleistungen noch barrierefrei zu machen. Ansonsten riskieren wir, und auch da habe ich mal eine Überblicksfolie mitgebracht, die Entziehung des CE-Kennzeichens. Das heißt, das Produkt darf in Europa nicht mehr gehandelt werden. Also jetzt wird es krass. Sind die Sanktionen für öffentliche Stellen noch relativ milde formuliert? Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit des Nutzers, bei einer Schlichtungsstelle ein Verfahren anzuregen, woraus letztlich auch, so das Rechtssystem in Deutschland arbeitet so, aus dem Schlichtungsverfahren kann ein persönliches Rechtsverfahren auch abgeleitet werden, aber nur dann, wenn die Schlichtung fehlschlägt. Bei den Produkten ist die EU hier deutlich strenger und fordert also tatsächlich, dass solche Produkte dann aus dem Handel entfernt werden. Und hier vielleicht die erste Spalte auch noch ganz interessant, wen betrifft das eigentlich? Das geht tatsächlich bis runter zu Kleinunternehmen, ausgenommen sind Kleinstunternehmen, jetzt lesen wir die Fußnote, mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz und oder einer Jahresbilanz von unter 2 Millionen Euro. Sie sagen vielleicht, ach, so gar nicht so schlecht, aber viele oder die meisten Unternehmen in Deutschland sind da also drüber. Und wir dürfen hoffen, dass sich hier die Situation gerade im öffentlichen Raum und beim Bedienen von zum Beispiel Terminals oder ähnlichen Dingen für die beeinträchtigten Nutzer in Deutschland deutlich verbessern wird. Das ist meine große Hoffnung, die ich in den EAA lege. Neben diesem Schwenk sozusagen in die trockene Wüste der Gesetze kommen wir jetzt zurück in die frohe Welt des Gewinns, nämlich welche Vorteile habe ich, wenn ich als Unternehmen im Design for All Gedanken denke und das als wirtschaftlichen Faktor auch ansehe. Und jetzt bemühe ich Zahlen, die aus dem internationalen Raum kommen. 15% der Weltbevölkerung haben eine anerkannte, jetzt kommt der böse Begriff nochmal, Behinderung. Das ist eine offizielle Übersetzung. Ich würde hier lieber Beeinträchtigung sagen, aber die Quelle gab es hier nicht her. 15% sind genau die Nutzer, die Ihnen eventuell verloren gehen, die also mit einer Beeinträchtigung auf digitale Anwendungen zugehen und die Sie mit einer nicht zugänglichen Gestaltung behindern würden. Das heißt, diese 15% haben ein verfügbares Jahreseinkommen von 1,2 Billionen US-Dollar. Und ich bin hier nicht in die Millionen-Billionen-Falle der Maßeinheiten gefallen, sondern das ist die Realzahl, die Sie hier auch entnehmen können. Übrigens, diese Zahl stammt aus einer Studie von Forrester aus dem Jahr, ich glaube 2016 kam die raus, The Billion Customer Opportunity Digital Accessibility, also die Möglichkeit, Billionen mehr Nutzer zu erreichen, das ist tatsächlich die amerikanische Billion, oder mithilfe von digitaler Zugänglichkeit. Sehr zu empfehlen, diese Studie. Ich habe noch eine zweite mitgebracht, die Clickaway Pound Survey, die alle 3 Jahre in England erhoben wird. Das heißt, eine Studie, wie viele Nutzer klicken denn eigentlich weg, wenn sie auf Barrieren auf der Webseite stoßen. Das ist auch die erste Zahl, die wir hier sehen. Tatsächlich 69% springen von einer Seite ab, wenn sie die Seite einfach nicht bedienen können oder nicht wahrnehmen können oder die Inhalte nicht verständlich genug formuliert sind oder wenn die assistive Technologie nicht gut zusammenspielt mit der entsprechenden Seite. Ich finde die letzte Zahl ganz interessant, 75% der Kunden nehmen einen höheren Preis in Kauf, wenn sie die Webseite barrierefrei bedienen können. Also hier werden vorrangig Online-Shops betrachtet, also all diejenigen, die sozusagen auch schon mal hier ein Projekt hatten, die sich also mit Onlinehandel beschäftigen, können diese Zahl mal gut im Kopf behalten. 75% würden mehr für ein Produkt bezahlen, wenn sie mit der Seite barrierefrei umgehen können. Das ist eine enorm große Zahl und zeigt, welches Potenzial da auch drin ist. Natürlich ist jetzt hier ein Gewinngedanke dahinter. Der mag zweifelhaft betrachtet werden, solange es dazu dient, den Nutzern hier tatsächlich auch wirklich die blaue Hose in der richtigen Größe
zu verkaufen und den gesamten Warenkorbprozess bis zum Ende nachvollziehen zu können, alle Lieferbedingungen auch entsprechend wahrnehmen zu können und dann tatsächlich erfolgreich einen Kauf zu absolvieren, das mag für uns Normalität sein, für einen beeinträchtigten Nutzer leider nicht. Und da erklärt sich diese Zahl auf jeden Fall. Und ich habe jetzt hier mal auch aus dieser Studie mit rausgenommen, die häufigsten Website-Probleme, die also in dieser Studie hochgekommen sind, beispielsweise 66% überfüllte Seiten mit viel zu viel Inhalt. Mögen Sie sagen, ist ja kein klassisches Barrierefreiheitsproblem. Sage ich ja, aber ein Problem der digitalen Zugänglichkeit. Speziell für die Nutzergruppe beispielsweise Hörschädigung oder Nutzergruppe kognitive Beeinträchtigung. Weil hier eine Überforderung stattfindet und ich eventuell mit den vielen Informationen, wir haben vom stressgeplagten Mitarbeiter schon berichtet, in den vielen unterschiedlichen Situationen, ich eventuell nicht den richtigen Schalter finde oder statt schließen auf abbrechen klicke, ne? Oder die Schalter sind vertauscht, wo steht denn normalerweise speichern, links oder rechts von abbrechen. Krux der Usability, die immer wieder sozusagen gefordert und bemüht wird. Aber auch hier, ne, konsistente Gestaltung mit wenig überfrachteten Seiten, möglichst nicht überfrachteten Seiten, der heutigen Zeit gar nicht so einfach herzustellen, weil es nicht der Modegedanke ist, ne, könnte hier für die digitale Zugänglichkeit tatsächlich enormen Gewinn bedeuten. Und wir sehen hier aber auch immer noch 56% schlechte Formularbedienung oder 42% schlechter Tastaturzugriff. Das sind Dinge, die, glaube ich, recht gut nachvollziehbar sind, wo es sozusagen in der Konzeption angefangen sollte mit der Behebung, zu sagen, ich konzipiere, wie sollte ein Oberflächenelement per Tastatur bedienbar sein. Ich gebe das dann in die Designstrecke hinein und der Designer übergibt seine Informationen, wie zum Beispiel das Element aussieht in den verschiedenen Nutzerzuständen, die es einnehmen kann, an den Entwickler weiter. Weil häufig ist es so, der Entwickler sieht nur das Optimalelement in einem Zustand und alles andere muss er sich selbst ausdenken. Und das meine ich mit, gebt die Verantwortung bitte in den gesamten Softwareentwicklungsprozess hinein. Dann passieren solche Dinge wie 56% nicht so gute Formularbedienung eben nicht mehr. Weil hier hängt natürlich auch das gesamte Fehlerhandling mit drin. Das Fehlerhandling fängt beim Designer an. Häufig finde ich Style Guides, die gestalterische Style Guides sind, wo null Fehlerhandling drin ist, weil der Designer geht natürlich immer vom positiven Nutzererlebnis aus. Ganz ernüchternde Zahl im Moment, 97,8% der Homepages haben automatisiert erkennbare Fehler. Das ist also auch eine aktuelle Studie von Web Accessibility in Mind. Insgesamt, das heißt, wenn wir auch noch einen manuellen Nutzertest oder auch Expertentest mit hinzunehmen, der also über die Automatisierung natürlich hinausgeht, weil gerade in der Barrierefreiheit ist sozusagen nur ein geringer Bruchteil automatisiert testbar, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass wahrscheinlich 99% oder darüber der Webseiten gerade auf dem Markt nicht richtlinienkonform sind. Das ist erstmal nur eine Aussage. Ich mag lieber die Benutzeraussage. Wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht optimal digital zugänglich sind. Und ich habe hier so ein paar Fakten mal mitgenommen. Was passiert denn, wenn diese Nutzersicht, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und auch die wirtschaftliche Verantwortung von Unternehmen nicht mitgedacht werden? Auch interessante Zahlen, zum Beispiel 13% der Arbeitsunfähigkeitstage gehen auf psychische Verhaltensstörungen zurück, Tendenz steigend. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir in einer digitalen Welt mit unterschiedlichsten Oberflächen zu tun haben, mit unterschiedlichsten Gangbarkeiten, wie ich mit den Elementen umgehen muss beispielsweise. Stellen Sie sich vor, Sie müssen draußen auf der Straße sich im Straßenverkehr zurechtfinden. Und Sie laufen eine Straße entlang und erkennen diese als ganz normale Straße mit zwei Spuren. Links und rechts gibt es vielleicht einen Fahrradweg und nochmal seitlich davon einen Fußgängerweg. Der normale Aufbau, ne? Wir haben also Mitte die Fahrspuren, dann kommt ein Fahrradweg, dann kommt ein Fußgängerweg. Ich ändere jetzt das System und setze den Fußgängerweg mal mitten in die Fahrspuren rein. Plötzlich.
ohne dass ich es Ihnen vorankündige. Kein Verkehrsschild weist mich darauf hin. Und wie gehen Sie mit der Situation um? Im digitalen Alltag ist das gang und gäbe. Ja, wenn Sie sich dieses Bild mal mitnehmen und transportieren, im digitalen Alltag switchen Sie von einer Webseite zur nächsten und haben plötzlich eine völlig andere Bedienweise. Ja, das heißt, Sie haben eine völlig andere auch Tastaturbedienung beispielsweise. Sie können plötzlich gut lesbare Texte auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht mehr lesen. Der Kontrast ist viel zu niedrig. Und Sie müssen hier also wieder individuell nachsteuern, den Fußweg manuell nehmen und wieder an die Seite setzen, damit Sie sich fortbewegen können. Das hat nichts mehr mit Effizienz zu tun, das hat nichts mit Zugänglichkeit zu tun, wenn man dieses Wort mal tatsächlich in Gangform übersetzt. Und das führt natürlich dann auch zu einem Stresslevel, der beispielsweise die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen erhöht. Und jetzt komme ich auch zu meiner Schlussaussage, die auch Anfangsaussage war: Was bedeutet denn digitale Zugänglichkeit? Und nehmen wir die drei Prinzipien aus agiler Entwicklung, Softwareergonomie und Accessibility zusammen, dann bleibt mir nur zu sagen, die einfachste funktionierende Lösung ermöglicht ein positives Nutzererlebnis für jeden Nutzer. Das sollte Ihr Ziel sein. Und das war mein Ziel heute, bis dahin zu kommen. Und vielen Dank, dass Sie zugehört haben.